Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update rund um Season 6. In diesem Video geht es um sämtliche Änderungen auf dem Lord's Edge. Dort gibt es jetzt schon eine Art Patchnote-Seite, könnte man sagen, beziehungsweise die Patchnotes. Auf der offiziellen EA-Seite von Apex Legends kann man sich sämtliche Änderungen durchlesen. Und für jeden Spot gibt es so eine Art Schieberegler-Bild. Da kannst du den Spot hin und her schieben, wie er vorher aussah, beziehungsweise wie er dann in Season 6 aussehen wird. Sehr, sehr interessant mit mal ein paar Beschreibungen, was ich Respawn dabei gedacht hat. Was sehr interessant ist, es gibt zwei drastische Änderungen auf dem World's Edge. Ich bin gespannt auf eure Meinung, dazu aber später mehr. Es betrifft auf jeden Fall das Mirage Voyage Schiff und den Zug. Bevor ich jetzt aber mit diesen ganzen Sachen anfange, etwas, was mir absolut nicht gefällt, wahrscheinlich allen deutschen Apex-Streamern oder europäischen Streamern rund um Apex Legends überhaupt, der Release von Apex Legends Season 6 wurde um 12 Stunden, passt das, um 12 Stunden vorverlegt. Ich könnte kotzen. Ich habe mich so auf Dienstag 19 Uhr gefreut, dass ich reinstreamen kann und tatsächlich deutscher Zeit 7 Uhr morgens am Dienstag startet die neue Season. Es geht mir voll auf den Sack. Ich blende euch, Moment, habe ich schlecht vorbereitet. Moment, ich versuche das mal hier noch reinzuschieben. Das Bild, da haben wir's. Das ist der offizielle Tweet von Respawn. Sie erklären sich damit, dass sie es umgehen wollen, dass zu diesen, ich sag mal, Stoßzeiten, wenn die meisten irgendein Update runterladen, das ist was, was sich zu irgendwelchen Komplikationen kommt, bla 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 bla. Ich, also ganz ehrlich, ich bin absolut kein Freund davon, dass die das machen. Ich denke, weltweit werden es viele Streamer und YouTuber sein, die sich fest auf den ganz normalen Release, wie es immer so ist, eine neue Season, ein neues Event, ist immer an dem Dienstag 19 Uhr, zumindest deutscher Zeit, und jetzt auf einmal legen die das 12 Stunden vor. Ich bin da kein Freund von eure Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt jedenfalls starten wir erstmal. Ach so, ich werde natürlich nicht in die Season reinstreamen können, weil ich komme aus der Nachtschicht am Dienstagmorgen um 6 oder 6:30 bin ich da und ich glaube nicht, dass ich die Energie habe, dann euch noch die Season 6 zu zeigen. Und dann dauert der Download auch noch wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde, und ehe ich euch dann alles gezeigt habe, schlafe ich ja wahrscheinlich auf dem Stuhl ein. Das dazu. Jetzt kommen wir aber zu den Änderungen rund um World's Edge und ich bin echt mega gespannt, was da alles auf uns zukommen wird. Wir befinden uns jetzt auf der deutschen EA Apex Legends Seite und die Ziele von Respawn für den Rand der Welt: mehr und bessere Spielmöglichkeiten auf der Lava-Seite der Karte, bessere Optionen für Rotationen an einigen besonders kniffligen Engstellen, eine interessante neue Kartenmechanik, die einige neue Kampfszenarien fördert. Die erste große Map-Veränderung nennt sich dann Neustartplatz. Hammond Industries versucht weiterhin Rand der Welt zu übernehmen. Sie planen irgendwas Teuflisches, so viel steht fest. Der Startplatz befindet sich westlich der Kuppel auf einem bis dato leeren Lavafeld. Die riesige Rakete im Zentrum dieses neuen Schauplatzes überragt die überliegenden Berge und ist genauso weit zu sehen wie die Raffinerie. Diese neue Absprungposition hat 4 große Kontrollräume mit jeder Menge Beute. Viele Squads werden gerne hier landen, sich dann verteilen und über die Laufstege und die Lava vorrücken, um als letztes Team zu überleben. Und hier habe ich, wie gesagt, am Anfang schon diese Schieberegler erwähnt, gab es in anderen Seasons auch schon. Der Spot sieht aktuell noch so aus und in Season 6 sieht er einfach mal so aus. Also diese Map-Änderung sieht wahrlich wirklich absolut geil aus. Die wohl aufregendsten Aspekte vom Startplatz sind die neuen Rotationsmöglichkeiten an den Kartenrändern. Durch die Klippe führt nun ein neuer Durchgang zur Ostseite des Baums. Zieht euch das mal rein. So sah es vorher aus. Jetzt haben die einfach mal hier in diesen Berg so einen Durchgang durchgeballert. Ich bin wirklich gespannt, also die Rotationsmöglichkeiten, die man hat, sind schon echt enorm. Ich bin mal gespannt, wie sich das denn tatsächlich spielen lässt. Der Weg zur Sortierfabrik beginnt nun auf der Eingangsterrasse des Startplatzes, von der man einen großartigen Blick auf die Südseite der Sortierfabrik hat. Für die Rotation aus der Kuppel gibt es jetzt mehr Möglichkeiten, da sich der Startplatz in unmittelbarer Nähe befindet und eine Verbindung zum Baum bietet. Rutscht ihr lieber den Hügel hinunter, um zur Sortierfabrik vorzustoßen, gelangt ihr über den neuen Geysir, der kommt später, da gibt es auch noch so ein Schiebereglerbild, im unteren Becken schnell über den Kamm, wenn euch der Ring im Nacken sitzt. Auf den nächsten Spot bin ich extrem gespannt. Eine riesen Map-Änderung war vorher, die Bohrstelle nennt sich jetzt
Countdown, absolut interessant. Eine weitere große Anlage von Hammond mit einem mysteriösen Zweck. Die Anlage ist eine beeindruckende Festung mit einem großen Umriss und drei riesigen Explosionsschutzwänden, die aktiviert werden können, um Angriffe vom Himmelshaken, Lavakluft und dem Zugdepot dynamisch abzuwehren. Mehr dazu später, wie hier steht. Der große Kontrollraum wird durch eine tiefe Grube im Zentrum der Anlage abgetrennt. Diese kann geöffnet werden und bietet bessere Beute. Da dieser gefährliche Honigtopf allerdings von allen Seiten einsehbar ist, solltet ihr das Gebiet kontrollieren, ehe ihr ihn plündert. So sieht der neue Spot aus. Natürlich vorher hier die Bohrstelle, wie sie vorher aussah. Und jetzt ist das einfach mal ein mega XXL geiler Spot. Ich gehe mal davon aus, das sieht hier, dieser Mittelpunkt, wo die geschrieben haben, da gibt es die beste Beute. Diese Grube sozusagen, und das sieht für mich aus wie so eine Art Raketenabschussluke, könnte man denken. Sieht auf jeden Fall absolut stark aus. Sammeln ist der nächste größere Spot auf dem World's Edge. Der könnte echt interessant werden. Und hier gibt es gleich zwei interessante Informationen rauszulesen. Sammeln ist ein kleinerer Pool, der sich allerdings in einem stark frequentierten Bereich im Zentrum der Karte befindet. Diese neue Absprungposition ersetzt eine kleine Stadt, die sich direkt unter den Gleisen östlich des Ernters befand. Das Gebiet sollte jetzt deutlich interessantere Kämpfe ermöglichen und wesentlich mehr Beute bieten. Die Spieler kämpfen nicht mehr in einer kleinen Stadt im Zentrum einer Grube, sondern auf den erhöhten Bereichen dieses Gebiets. Dabei nutzen sie zwei weitere Wände, um zu den Gleisen jenseits der Kluft zu gelangen. Während abgestellte Eisenbahnwaggons entlang der Gleise mehr Deckung bieten, ermöglichen erhöhte Verbindungen im Zentrum Angriffe auf den Kontrollraum. Außerdem erleben wir den Abflug der Mirage Voyage, da Mr. Witt sein persönliches Schiff aus Rand der Welt abzieht, vorläufig. Und hier sind einige Details. Einmal die Eisenbahnwaggons. Zum einen, denn der Zug wird stillgelegt. Er dient nicht mehr als Hotspot, was ich sehr, sehr begrüße. Eine genauere Erklärung, warum ich denke, dass das eine gute Sache ist, was ich auch zumindest für den Kings Canyon als Hotspot ganz gut finden würde, wenn das verschwindet. Meine Gedanken dazu später, wer sich das anhören will. Und das Mirage Voyage Schiff verschwindet. Hier geht übrigens das Gerücht rum, ich konnte es noch nicht prüfen, weil ich einfach keine Zeit hatte, dass das Mirage Voyage Schiff jetzt schon abgeflogen ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wer Mr. Witt ist. Aber es steht da, dass das Schiff vorläufig abfliegt. Also können wir davon ausgehen, dass zu einem anderen Sinn und Zweck dieses Schiff irgendwann zurückkommt. Was ich natürlich ein bisschen begrüße, denn wir haben ein Event rund um diesen Mirage-Spot bekommen und auf einmal schwindet das. Das ist wie wenn jetzt auf einmal der Ring of Fire-Spot auf dem Kings Canyon rund um Octane verschwindet. Würde ich auch nicht ganz so geil finden, wie ich finde. Weiter im Text. Natürlich muss ich euch noch das Bild zeigen, das hätte ich jetzt fast verpeilt. Und zwar einmal so das Original, und der ein oder andere erinnert sich bestimmt an meine Trailer-Analyse, Gameplay-Trailer-Analyse. Und ich fragte mich auf einmal, Mensch, meine Fresse, wo sind wir hier verdammt nochmal? Rechts geht's ja zum Zugdepot und ich habe nicht gerafft, dass es links, also zumindest gleich als ich das Video gemacht habe, dass es links zum Mirage Royal Schiff geht. Und warum habe ich das nicht erkannt? Ja, ich habe es ja erklärt, weil es einfach verschwunden ist. Finde ich eine interessante Sache. Ich bin gespannt, wann sich der Sinn dieser ganzen Geschichte offenbart, auf jeden Fall. Aktivierbare Explosionsschutzwände heißt der nächste Spot. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was uns diese Schutzwände noch alles bringen sollen, außer Schutz vor irgendwelchen Gegnern. Diese Wände sind eine neue Kartenmechanik von Rand der Welt. An den Pools, Startplatz, Countdown und Sammeln, klingt irgendwie komisch der Satz. Durch die Aktivierung einer Schalltafel wird eine riesige Explosionsschutzwand aufgerichtet, die eine gute zu verteidigende Plattform bildet und die Position für das Team, das sie unter Kontrolle bringt, dauerhaft befestigt. Der Spot sieht wie folgt aus, kennen wir ja hier, der Jump Tower, hier geht es zum Mirage Voyage Schiff und der Spot sieht dann jetzt so aus. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum haut Hammond Robotics oder Hammond Industries hier so eine riesen Explosionsschutzwände hin? Was sollen denn bitte für Explosionen auf dem World's Edge sein? Also ich könnte mir jetzt erklären, ja, vielleicht so eine Art Strahl- oder Explosionsschutz von dem Start der Rakete, die uns vielleicht auf Olympus bringt. Keine Ahnung. Oder vielleicht ein versteckter Hinweis, es gibt vielleicht mal ein neues Event mit einem völlig neuen Modus. Ihr kennt vielleicht Call of Duty, den Modus Suchen und Zerstören. Dann musst du irgendeine Bombe deaktivieren oder eine Bombe legen. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Event,
was weiß ich, so eine Schutzwand, die musst du vielleicht hochfahren, um dich vor so einer fetten Explosion zu schützen. Keine Ahnung, einfach nur eine Theorie von mir, ich bin sehr gespannt. Solltet ihr einmal auf der falschen Seite einer dieser Wände stehen, gibt es immer eine Möglichkeit, sie zu umgehen oder an der Unterseite durchzuschlüpfen. Und falls eure Legende über entsprechende Fähigkeiten verfügt, könnt ihr sie auch einfach überfliegen. Und dieses Wort überfliegen lässt mich eventuell denken, dass das ein insgeheimer Teaser für die nächste Legende in Season 7 sein könnte. Ich meine, natürlich haben wir jetzt aktuell in Season 6 dann einfach erstmal keine Legende, die fliegen kann. Weil natürlich könnte ich jetzt mit dem Jump Pad hier drüber springen, hat für mich mit Fliegen nichts zu tun. Der Jump Tower ist weg, da fliegst du mit einem Skydive auch nicht drüber. Grappling Hook, das ist für mich eher katapultieren, nicht fliegen. Worauf will ich hinaus? Der ein oder andere wundert sich vielleicht. Es gibt nämlich eine Legende, die nennt sich Walk mit V. Und die hat Fähigkeiten, wo man fliegen kann. Wie weit das umgesetzt wird, muss man natürlich sehen. Aber eine der Fähigkeiten, wie sie heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie funktioniert ungefähr wie folgt, dass auch Teammates, die in der Nähe sind, in den Himmel abheben, so wird es in den Leaks beschrieben, nach einem kurzen Countdown. Wie weit, wie hoch und so weiter, wie das umgesetzt wird, das steht natürlich alles in den Sternen, aber es könnte ein indirekter Teaser dafür sein, dass wir in Season 7 tatsächlich schon Walk die nächste Legende kriegen und nicht vielleicht Blisk, wie ich ursprünglich dachte. Ist von mir eine reine Interpretationssache, kann aber auch einfach nichts bedeuten, weil, naja, vielleicht interpretiert man auch das Jump Pad oder den Grappling Hook oder mitfliegen. Keine Ahnung. Das sind zumindest meine Gedanken. Der nächste Spot, er heißt zumindest nicht Abkürzung vom Vermessungscamp zum Himmelshaken. Ich glaube nicht, dass das so auf der Map stehen wird. Das ist einfach nur eine kleine Abkürzung. Das kann ich ja hier schon mal kurz zeigen. Da, so sieht es ursprünglich aus. Das sieht schon geil aus, wenn du hier so hin und her schiebst, diesen Regler. Es ist ein kleiner Tunnel entstanden. Nähert ihr euch aus östlicher Richtung vom Vermessungscamp, führt jetzt ein neuer Weg durch die Klippen und über die Gleise zum Himmelshaken. Diese neue Abkürzung ist eine großartige Möglichkeit, Himmelshaken zu verlassen, und sollte das Vermessungscamp als Absprungposition oder Rotationsoption etwas aufwerten. Da die Eisenbahntunnel in diesem Bereich jede Menge Deckung und Beute bieten, könnt ihr euch auf neue Möglichkeiten und mehr Gegenwehr einstellen, wenn ihr auf dieser Seite der Karte kämpft. Nun zu einigen kleinen Verbesserungen und Neuerungen. Der Zug hat angehalten. Hier wird es offiziell von Respawn bestätigt, dass der Zug kein Hot Drop mehr wird. Und ich werde danach auch kurz meine Meinung dazu loswerden, ob ich das eher gut oder schlecht finde. Für Season 6 wurde der Zug demontiert und auf den Gleisen von Rand der Welt verteilt. Das ist das, was ich vorhin mit den Waggons gemeint habe. Durch diese eine Änderung haben wir eines unserer Ziele erreicht und an einigen besonders schwierigen Schlüsselpositionen zusätzliche Rotationsoptionen geschaffen. In fast allen Tunneln, die der Zug durchfahren konnte und die deshalb so gut wie nie genutzt wurden, bietet jetzt ausrangierte Waggons Deckung, und natürlich ist in den Tunneln auch ein wenig Beute versteckt. So, vorher sah es so aus, kennen wir, aber ist ganz ehrlich, hier ist man echt mega, mega selten lang gelaufen. Also zumindest spreche ich da für mich. Und so sieht dieser Spot jetzt aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles umgesetzt wird. Neben dem Geysir nördlich der Kuppel ist südlich der Lavakluft ein weiterer Geysir entstanden, habe ich vorhin auch schon erwähnt, der die Überquerung des tiefen Schwefelflusses ein wenig erleichtert. Sah vorher so aus, kennen wir ebenfalls. Ach, hier haben wir nochmal Mirage Voyage. Und sieht dann jetzt so aus. An dem Spot hat sich dann tatsächlich nicht wirklich viel verändert, außer dass wir jetzt diesen Geysir hier haben. Noch ganz kurz zu meinen eigenen Worten, was ich davon halte, dass der Train auseinandergenommen wurde als Hotzone sozusagen. Diese Worte habe ich übrigens auch für die Hotzone auf dem Kings Canyon übrig. Ich würde es auch begrüßen, wenn die Hotzone auf dem Kings Canyon verschwindet. Eine ganz simple und einfache Erklärung. Einer der größten Top-Streamer, Shroud nennt er sich, den kennen die meisten von euch, hat das anfangs zu Apex Legends schon gesagt, dass die Hotzones besser verschwinden sollten. Ganz einfach, wenn die Flugroute passt, fliegen da teilweise 5, 6, 7 Squads hin.
Und was passiert? Aus 5, 6, 7 Squads werden vielleicht noch 1, 2 übrig bleiben und du hast quasi gerade am Anfang oder im mittleren Teil einer Runde so gut wie keine Gegner. Das würde einfach die Masse an Squads ein bisschen mehr über der Map verteilen, was ich einfach viel, viel besser finden würde. Und so entsteht deutlich weniger Langeweile auf der Map. Du bist nicht nur am Looten, hast einfach mehr Gunfights. Das sind zumindest meine Beweggründe, warum ich das geil finden würde, wenn auch die Hotzone auf dem Kings Canyon verschwindet. Gerne auch in den Kommentaren, was ihr von meiner Meinung haltet oder ob ihr es auch begrüßen würdet, wenn die Hotzone im Allgemeinen verschwindet. Ich bin im Allgemeinen natürlich auch auf eure Kommentare für das gesamte Video gespannt. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, gerade zum Start von Season 6 wird es wieder eine Menge Informationsvideos geben. Ich muss mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen zum Start von Season 6, denn in die neue Season rein zu streamen wird für mich wahrscheinlich fast ein Ding der Unmöglichkeit werden, weil ich nach meiner Nachtschicht meistens einfach viel zu fertig bin und mich dann noch hier 2-3 Stunden hinsetze und euch den neuesten Scheiß zeige. Ich überlege, ob ich das vielleicht durchziehe, aber ob ich das schaffe, ist die andere Frage. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen, wer das Video tagesaktuell sieht, gibt es das nächste Community- bzw. Kanalmitglieder zocken. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.